Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir, Rebecca Lackmann von der Evangelischen Kirche und ich, Thomas Zander, begrüßen Sie herzlich zu diesem ökumenischen Gottesdienst, den Sie per Livestream anschauen und nun mitfeiern können. Leider können wir aufgrund der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie derzeit noch nicht wieder die Präsenzgottesdienste feiern. Deshalb haben wir uns für diese Form der Feier heute entschieden. Wir gedenken vor Gott der Menschen, die unter uns gelebt haben, bei denen es nach ihrem Tod jedoch keine Trauerfeier gegeben hat und die völlig anonym beigesetzt worden sind. Zahlreich sind die Gründe, warum Menschen bei ihrer Beerdigung unbedacht bleiben. Viele von ihnen sind alt geworden und haben keinen, der für ihre Beerdigung aufkommen kann. Oftmals sind sie bis zu ihrem Sterben noch liebevoll umsorgt gewesen. Dann aber sind die verbliebenen Angehörigen und Freunde häufig nicht in der Lage, ihnen eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen. Manche der Angehörigen und Freunde der Verstorbenen, derer wir in diesem Gottesdienst gedenken, nehmen heute über das Internet an dieser Feier teil. Gespräche und Briefe zeigen, wie sie auf diese Weise in ihrer Trauer Trost finden. Andere hatten keine Angehörigen und Freunde mehr. Ihr Tod hat das schmerzlich deutlich gemacht. Da möchten wir uns in dieser Stunde an ihre Seite stellen und bezeugen, bei Gott ist keiner vergessen. Er kennt alle mit Namen. Seine Liebe trägt uns über unseren Tod hinaus. In unserer Stadt Essen sind jährlich um 300 Menschen von der Situation betroffen, dass niemand da ist, der persönlich nach ihrem Tod für eine Trauerfeier und die Beisetzung sorgen kann. Für sie tritt dann das Ordnungsamt ein. Ihr Leichnam wird eingeäschert und danach in einer Urne anonym auf einem städtischen Gräberfeld beigesetzt. Die dafür Verantwortlichen tun dies als letzten Dienst an ihren Mitmenschen. Dafür gilt ihnen unser aller Dank. Ob wir die Verstorbenen, derer wir heute gedenken, gekannt haben oder nicht, sie gehören zu uns. Wir trauern um sie und vertrauen ihr Leben Gott an. Darum nennen wir später ihren Namen und ihr Alter, entzünden für sie ein Licht und beten für sie. Dabei stellen wir uns unter die Hoffnungsbotschaft Gottes, der in seinem Sohn Jesus Christus die Macht des Todes durchbrochen und uns die Fülle des Lebens verheißen hat. So beginnen wir nun unseren Gottesdienst. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Thank you.
bei dir, ich bin immer bei dir. Du hältst mich fest, deine Hand in meiner Hand. Alles wirst du zum Guten führen. In deinem Ratschluss nimmst du mich mit. Was ist der Himmel für mich ohne dich? Was soll ich auf Erden, wenn du nicht beistehst? Zerfällt auch mein Körper, erlischt auch mein Herz. Du bleibst mein Fels, mein Gott, die Zukunft, die auf mich wartet. Amen. Beten wir den Psalm Nummer 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Wir hören einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, aus dem 1. Thessalonicher Brief. Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Erfahrung von Sterben und Tod ist menschlich. Wir alle verabschieden Verstorbene, die uns lieb gewesen sind, und wir alle erleiden das Schicksal, selbst sterben zu müssen. Da ist es tröstlich, die Worte des Apostels Paulus zu hören, gerade in der Lesung aus dem Thessalonicher Brief. Paulus erinnert daran, dass wir Hoffnung haben dürfen, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. So ist uns verheißen, dass auch wir über dieses Leben hinaus und über unseren Tod hinaus leben werden. Das Leben ist uns zugesagt, weil Jesus Christus auferstanden ist und mit uns lebt und uns in sein Leben ruft. Wege zu seinem Haus.
Wir rufen nun die Namen der Verstorbenen auf, derer wir heute besonders gedenken. Für jeden zünden wir ein Licht an, das auf den Altar gestellt wird. Jedes Licht steht für einen einmaligen Menschen mit seiner einmaligen Lebensgeschichte. 41 Namen werden es heute sein. 41 Lichter werden auf dem Altar brennen. Unsere verstorbenen Mitmenschen sind uns bei diesem Gottesdienst in bewegender Weise nahe. Wir gedenken ihrer im stillen Gebet. Zugleich laden wir ein, aller Verstorbenen nah und fern zu gedenken. Sie gehören zusammen in der großen Gemeinschaft der von Gott geliebten Menschen. Wir entzünden unser Licht am Licht der Osterkerze. Sie ist uns Sinnbild des neuen Lebens in der Auferstehung Jesu Christi. Konstantin Hanzer, 75 Jahre. Ursula Hesse, 84 Jahre. Anneliese Diek-Schietzig, 80 Jahre. Gisela Theresia Altemeyer, 66 Jahre. Robert Gutlatt, 32 Jahre. Daniela Dickopf, 62 Jahre. Brigitte Gabriel, 73 Jahre. Ursula Weber, 73 Jahre. Ida Büttner, 76 Jahre. Karl-Heinz Mengel, 72 Jahre. Der Prophet Jesaja sagt im Namen Gottes: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das Licht leuchte für Klaus Ernst Reschkowski, 69 Jahre. Heinrich Wilhelm Garmann, 86 Jahre. Karl-Heinz Grind, 67 Jahre. Hans Theo Hanning, 77 Jahre. Harry Albert Heidenreich, 77 Jahre. Wilfried Kloß, 81 Jahre. Sanja Hillenbrand, 44 Jahre. Doris Husemann, 78 Jahre. Rudolf Herbert Konrad, 93 Jahre. Siegfried Meyer, 74 Jahre. Der Apostel Paulus bezeugt uns: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. So leuchte Gottes Licht für Rainer Margeit,
75 Jahre. Dirk Heinrich Blase, 66 Jahre. Heinz Josef Gödig, 79 Jahre. Dieter Bartel, 77 Jahre. Margret Käthe Maria Pöhler, 72 Jahre. Monika Altebäumer, 46 Jahre. Pia Lange, 61 Jahre. Ulrich Müther, 62 Jahre. Heinz-Günther Behlenherm, 80 Jahre. Patrice Neuroth, 58 Jahre. Jesus Christus spricht: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Georg Löffler, 80 Jahre. Margot Neumann, 78 Jahre. Günther Tapp, 86 Jahre. Ruth Bankert, 94 Jahre. Burkhard Stobbe, 78 Jahre. Ivan Blazewak, 85 Jahre. Rudolf Sulay, 70 Jahre. Thomas Lehmann, 64 Jahre. Horst Otto, 88 Jahre. Ingrid Ohligmüller, 79 Jahre. Harry Hübner, 84 Jahre. Herr, schenke den Lebenden deine Gnade, den Verstorbenen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie leben in Frieden. Amen. Nun kommt der Abschied. Wir nehmen Abschied von unseren Verstorbenen. Wer sie geliebt und geachtet hat, trage diese Liebe und Achtung weiter. Wen sie geliebt haben, danke ihnen alle Liebe. Wer ihnen etwas schuldig geblieben ist an Liebe, in Worten und Taten, bitte Gott um Vergebung. Wem sie wehgetan haben, verzeihe ihnen, wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Was sie an Schwerem erlebt haben, umfange du Gott mit deiner Nähe. So nehmen wir Abschied mit Dank und Frieden. Lasst uns das in Stille tun. In der Offenbarung des Johannes, mit der das Neue Testament endet, ist vom Buch des Lebens die Rede, in das die Menschen bei Gott eingetragen sind. Da heißt es: Nie werde ich,
so spricht der Engel der Gemeinde in Sardes, ihren Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich zu ihnen vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen. Auch die Namen der Verstorbenen unserer ökumenischen Gedenkgottesdienste sind in ein Buch eingetragen, das in unserem Dom vor der Grablegung Christi ausliegt. Jeder kann dort im Laufe der kommenden Tage und Wochen im persönlichen Gedenken ein Licht anzünden. Wir legen später die Liste mit den Namen der Verstorbenen, derer wir heute gedacht haben, in dieses Buch. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, dass du jeden Menschen bei seinem Namen rufst, ihn kennst und liebst. Wir bitten dich, schenke unseren Verstorbenen deine Freundschaft und Treue. Schaue auf sie und auf uns. Du, der weiß, was die Menschen bewegt, erbarme dich, sei gnädig und richte sie auf. Dir gehören die Zeit und die Ewigkeit, die Zukunft und das Land der Verheißung, der Friede und das Leben in Fülle. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Das schenke der dreieinige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Den Fürst dir hören.